Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3 und wir gehen jetzt mal zusammen mit Yennefer auf eine Totenfeier. Bin ja mal gespannt. Aber es soll ja Fleisch und Met geben, das reicht. Was habt ihr zum Abschiedsfest mitgebracht? Brot, Schafskäse. Unser Wagen ist voller Beute, die wir den Schwarzen abgenommen haben. Wir haben auch Wein aus fernen Melitele-Tempeln. Was wird Bran wohl besser gefallen? Eure Viktualien oder unsere Kriegsbeute? Geralt, da ist etwas, was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte. Hm? Dein Bart. Warum lässt du ihn wachsen? Weiß nicht so recht. Ob der so stark ist, muss schon sagen, er steht dir. Nicht nur der Bart. Dame Yennefer, mein Herr. Sei gegrüßt, Arnwald. Mein Begleiter ist Geralt von Riva. Ist mir eine Ehre. Die Ehre ist ganz meinerseits. So viele Gäste. Sie sind hier, um dem König die letzte Ehre zu erweisen und um zu sehen, wer Anspruch auf die Krone erhebt. Wir wollten mit Krachan Kret sprechen. Der Jarl wird bald zu uns stoßen. Er hat euch einen Ehrenplatz am Tisch zugedacht, direkt neben seiner Tochter Ceres. Folgt mir bitte. Hier sind unsere Plätze. Ich habe darum gebeten. Wollte den berüchtigten Hexer Geralt treffen. Wir sind uns schon begegnet. Vergessen. Das ist ewig her. Chalmer und ich waren noch Kinder, als du unseren Vater zuletzt besucht hast. Doch jetzt zu den Mitfeiernden. Ich habe die zweifelhafte Ehre. Das ist Halbjörn, Sohn von Holger Schwarzhand. Blaujung Lugos, Erstgeborener von Lugos dem Irren. Und der mit dem Stockfisch ist Ottrick Anhinder. Wir sitzen offenbar nur mit Jarls Söhnen zusammen. Ceres an Kret ist eine Jarls Tochter, Geralt. Jarls Töchter sind Jarls Söhnen gleichgestellt. Schon gewusst, dass jeder einzelne von Brands Nachfolge träumt? So sehen sie aus. Ceres ist neidisch. Denn wer von uns die größte Tat vollbringt, wird zum König gekrönt. Wir wissen doch alle, dass Taten nur Nebensachen sind. Unsere Väter bestimmen, wer die Krone bekommt. Was meinst du, worüber sie mit Krach gesprochen haben? Du redest so, weil du weder stark bist noch Talent hast. Weißt du noch, als Chalmer uns alle zu einem Rennen auf den Berg herausgefordert hat? Du hast nicht mitgemacht. Als er seine Axt als Zeichen des Siegs in den Baumstumpf gerammt hat, hast du dir am Feuer deinen Hühnerknochen gewärmt. Hatte meine Gründe. Aber ich hätte gewonnen. Und auch jetzt würde ich gewinnen. Wo du ihn gerade erwähnst. Chalmer ist nicht hier. Mein Bruder geht seine eigenen Wege. Aber wegen des Rennens. Warum wiederholen wir das nicht? Ich schlag euch alle und den Hexer auch. Und wenn ich ihn bezwinge, wäre das eine große Tat. Macht ihr mit? Wenn der Hexer mitmacht? Geralt? Gern. Wie sind die Regeln? Wer Chalmers Axt aus dem Baumstumpf auf dem Hügel zieht, hat gewonnen. Wer den Weg verlässt, hat verloren. Und ich hab schon fast gekotzt vor Langeweile. Los geht's! Okay, ich glaube, dann reiten wir mal los. Da sind wir. Ihr müsst von hier aus die Spitze dieses Bergs erreichen. Dort seht ihr einen Eichenstumpf, in dem Chalmers Axt steckt. Wer sie zuerst rauszieht, hat gewonnen. Ich bin bereit. Rennt los, wenn ich ins Horn stoße. Doch zu Fuß, okay. 3, 2 und go. Schnell, der Axtgriff verrottet schon. Na dann hüpfen wir mal los. Hallo Ziege. Wie geht's dir so? So, hier nochmal hoch. Ach, ich sollte glaube ich gar nicht hier hoch. Habe ich den Eindruck. Und schon wieder auf dem Weg.
Haha. Ich dachte, ich müsste hier hochklettern. Tut mir leid. Mal gucken, ob es irgendjemandem auffällt. So, da kommt die Dame angelaufen. Na, wir haben doch einen ganz guten Vorsprung eigentlich. Es ist allerdings auch noch ein bisschen, oder? Weg vor uns. Na, doch nicht mehr so weit. Okay, alles klar. Dann. Gewonnen, aber nur um Haaresbreite. Spielt keine Rolle. Man gewinnt oder verliert. Und ich habe verloren. Gehen wir zurück zum Leichenschmaus. Ja. Ich sehe, der Leichenschmaus ist schon in vollem Gange. Hab euch nicht mehr gesehen. Wer hat gewonnen? Ich hab verloren. Gegen einen Hexersperber. Hätte jedem von uns passieren können. Schluss mit dem Geschwätz. Trinken wir. Auf Zeus. Met und einen Krug für den Mann. Auf Bran. Möge es ihm im Jenseits an nichts fehlen. Auf meine wunderschöne Begleiterin. Es war nett mit euch. Leider müssen wir jetzt weiter. Wirklich? In der Tat. Wir müssen reden. Nicht hier. Hinter dieser Tür sollst du alles erfahren. Na gut. Nicht mal einjagen? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Bist du ein wenig angepisst, weil ich gesoffen habe? Schämst du dich nicht? So verdient man sich Respekt ins Gellige, Geralt. Eine Königin soll ihr... Genau so. Geralt, dies ist Holger Schwarzhand, Birna, Brans Witwe und unsere heutige Gastgeberin. Ihr kennt euch bereits. Witwe? Die Pflicht einer Witwe ist es, bei ihrem Ehemann zu sein. Die Pflicht einer Witwe ist es, sich um den Königssohn zu kümmern. Nicht nach unserem Brauch. Eure Bräuche sind barbarisch. Kritik steht uns nicht zu, Yen. Ein jeder macht die Dinge auf seine Weise. Wir reden hier über die Selbstverbrennung von Frauen, nicht über Baumdekorationen für Jule. Harter Brauch, aber dies ist auch ein hartes Land. Tradition ist in Skellige sehr wichtig. Die Menschen machen die Gesetze und sie können sie ändern. Ich habe viel Gutes über Bran gehört. Ich werde ihn sehr vermissen. Ich war nicht seine erste Frau, aber ich gebar ihm seinen ersten Sohn und habe ihn bis zum Tod begleitet. Wir haben viele Jahre miteinander verbracht. Lass uns gehen, Yen. Für uns wird es auch Zeit. Komm, Swanrick. Birna ist eine intrigante Hure. Weigert sich einzugestehen, dass ihre Herrschaft vorbei ist. Bran hat gewusst, wie er sie im Zaum hält. Lasst uns auf ihn trinken. Auf Bran. Komm, Geralt. Bleib doch und halt mit uns ein Schwätzchen, Geralt. Holger, auf dein Wohl. Und besonders das deiner schwarzen Hand. Ich hätte auch einen Trinkspruch. Möge der Schwanz des Kaisers von Nilfgaard schlaff wie eine Nudel bleiben, dass kein dreckiger Nachwuchs den Thron besteigt. Wir sollten gehen. So, ich glaube, Yen ist nicht sehr begeistert von uns gerade. Du würdest mich mit einer Zeichen. Was hast du in den Innereien des Tieres gesehen? Die Götter sind uns nicht. Aber echt hier eine ganze Menge los. Moment, wir können mit dir noch ein bisschen reden? Ja. Scheinbar nicht. Ja. Hallo Hahn. Ich glaube, wenn wir da was mitnehmen, gibt es auch wieder Ärger. Verbannte dich aus meinem.
meinem Herzen. Sag mal, Lugos, warum schickst du... Darf ich vorstellen? Geralt von Riva, ein Hexer. Geralt, das sind Yaldona Anhinda und Yalugos der Irre. Lugos einen Irren zu nennen, ist eine Beleidigung für alle Irren. Er ist ein gewöhnlicher Ziegenficker. Hey! Nenn mich noch einmal Ziegenficker und ich schlag dir den Kopf ab, steck ihn auf einen Spieß und piss in deinen Hals! Genug! Das klären wir hier und jetzt. Jetzt machst du mir aber Angst. Ich scheiß mir in die Hose. Steck das lieber weg, bevor du dir noch selbst wehtust, du Fixer. Regelt das draußen. Wer zum Teufel bist du, dass du mir Befehle erteilst? Jemand mit besseren Manieren. Du beleidigst Brans Andenken und Krachs Gastfreundschaft. Der Kaiser wäre hocherfreut, euch zanken zu sehen. Die kaiserliche Hoheit kann gerne vorbeikommen. Soll er doch hersegeln. Wir fürchten die Schwarzen nicht. Küstenstädte plündern ist eine Sache. Krieg mit dem Kaiser eine andere. Hast eine große Klappe. Geh lieber deinen Kessel umrühren und ein paar Furunkel ausdrücken, Hexe. Halt's Maul, wenn du keine Ahnung hast. Weißt du was, Lugos? Ich scheiße auf eure heiligen Regeln der Gastfreundschaft. Na endlich! Etwas Kurzweil. Ich hätte schon fast gekotzt vor Langeweile. Na los, Missgeburt! Zeig uns, aus welchem Holz du geschnitzt bist! Denke weg! Jetzt werden ein paar Fressbretter geklopft! Okay. Der ist ja wirklich schon verdammt hochlevelig, aber gut. Mal gucken, ob wir ihn platt kriegen. So. Zumindest mal ein, zwei Schläge gehen hier durch. Ah gut, jetzt haben wir aber ziemlich. Warten wir mal kurz und prügeln wieder drauf und das war's dann. War das genug? Hast echt gut ausgeteilt. Sehe immer noch Sterne. Alles dreht sich wie ein Windrad im Sturm. Wir sind quitt. Du solltest dich bei der Dame entschuldigen. Nichts für ungut, meine Liebe. Ich bin der aufrichtigen Überzeugung, dass Zauberinnen gebraucht werden. Schon gut. Vergiss es einfach. Sehr gut. Männer prügeln sich nun mal gern. Reich mir die Hand, Hexe. Das war's wert. Hexer, lass uns einen trinken. Als Beweis, dass du es mir nicht übel nimmst. Und besuch mich bald. Ich bestehe drauf. Jorund redet dauernd davon, dass er einen Hexer in den Spukleuchtturm bringen will. Tu mir den Gefallen und triff dich in der Taverne bei Arinbjorn auf ein Bier mit ihm. Dann hast du es auch nicht weit bis zu mir und wir können was Stärkeres kippen. Auf unseren Nächsten. Klar, lass uns einen heben, Lugos. Geralt, hätten wir keine wichtigen Pläne, hätte ich nichts dagegen, dass du dich bewusstlos trinkst. Trinke so, wie du kämpfst, dann werden wir Spaß haben. Auf Bran! Auf Jarl Lugos den Irren und seinen Irrsinn. Tut uns leid. Wir sollten noch mit ein paar anderen Gästen reden. Jupp. Gab zumindest Erfahrungspunkte. So. Alles mitnehmen an Alkohol, was geht. Und jetzt? Jetzt sehen wir uns Moissachs Labor an. Ich wusste nicht, dass wir eingeladen sind. Sind wir ja auch nicht. Ich nehme an, Moissach ist nicht da. Das stimmt. Und was soll dieser Besuch bezwecken? Wir suchen etwas. Die Maske von Ouroboros. Wir brauchen sie. Komm, Geralt. Okay, bin ich mal gespannt. Und erzähl mir, wozu du diese Maske brauchst. Mach ich.
zur rechten Zeit. Na toll. Und du bestimmst, wann die ist? Genau. Da ist noch Zeug drin, das möchte ich gerne mitnehmen. Wenn wir eh schon mal da sind, wer weiß, wann wir da nochmal die Gelegenheit für haben. Fällt ja auch bestimmt keinem auf. Yam, 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 yam. Tja, willst du ein bisschen mitplündern? Würde es auch schneller gehen, Jennifer. Es lohnt sich aber echt so ein bisschen. Den Wandteppich. Spatzen piepsen und Stare zwitschern. Und was machen Dohlen? Dohlen krächzen, Goldfinken trällern und Kraniche rufen, während Pfaue kreischen. Habichte schreien, Lerchen trillern und Tauben gurren. Das sind alle. Was ist mit Nachtigallen? Oh ja, Nachtigallen singen. Hey, ich glaube, das lief ganz gut. Das war nah dran. Der Reiz des Verbotenen. Naja, mal gucken, wie weit wir noch runter müssen. Ah, da hinten haben wir es schon, okay. Schön. Und wieder Zeug zum Mitnehmen. Die lässt sich nur schwer öffnen. Immer eine neue Überraschung. Siehst du die Raben? Nicht zu übersehen. Moissacks Spione. Ein Zeichen, dass wir in der Nähe seines Labors sind. Außerdem spüre ich eine magische Aura. Komm, hier ist ein Sims vor dem Fenster. Da müssen wir entlang. Klettern wir mal ein bisschen. Na, es kann ja was werden. Ich habe schon Hässlicheres gesehen. Geralt von Riva, ein Romantiker. Du bist zu faul, hier rumzuklettern, wie mir scheint. Na dann. Sollte passen. Hier nochmal ordentlich Zeug mitnehmen. Sind wir denn jetzt gleich da bei dem Labor? Scheint so. Wie eine Spielerei einen Mann geheimnisvoll und faszinierend macht. Vor allem einen Druiden. Er muss ein echter Naturliebhaber sein. Das sind die doch, glaube ich, alle. Okay, dann schauen wir uns mal um. Sieht lebendig aus. Der wahrscheinlich auch. Wir hatten einen in Kaer Morhen. Ach, bitte. Gut, den hätten wir schon. Ach, da haben wir noch ein Rentier oder irgendwas in der Art. Wenn ein Jäger so etwas im Wald sähe, würde er sicher drauf schießen. Okay, sonst noch irgendwas Interessantes? Da ist eine Tür. Ich glaube, ich will doch zuerst mal in die Schale gucken. Was da drin ist. Eine Wasserschüssel. Zur Teleprojektion. Eine Spiegelung von Moissack erscheint auf der Oberfläche. Die Bittsteller sprechen zu ihr. Quasi ein Telefon.
Ah. Was ist passiert? Ich habe mich geschnitten. Die Tür ist verschlossen. Die Tiere, sie sind lebendig. Jen, pass auf! Monster. Okay. Sie kommen. Sie sind überall. Eines weniger. Aua. Da sind wir immer keine Waffen angelegt. Kriegen sie aber noch ganz gut platt, habe ich den Eindruck. Riecht es nach Pilzen. Ah. Wir kriegen auch keinen Schaden, ja, das ist wohl hier ein kleiner Traum oder irgendein Drogendings. Bär? Bär. So, ich glaube, wir haben sie alle. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal. Was ist passiert? Hm, doch nicht. Du hast halluziniert. Du bist auf Moissaks Tiere losgestürmt mit dem Schwert. Ich musste dich beruhigen. Das hat sicher seltsam ausgesehen. Die harten Trainingsjahre in Kaer Morhen haben sich endlich ausgezahlt. Du hast ja fast alle ausgestopften Tiere besiegt. Bitte. Gut. Wir haben die Tierpräparationsprüfung bestanden. Die Tür ist auf. So, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ja. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.